Huch! Du musst ja so. Ich? Achso, ich dachte, du wolltest es machen. Achso. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Dr. Spirit und Mr. Wine. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Dr. Spirit und Mr. Wine. Ja. Hi, Olaf. Tag. Heute widmen wir uns einem sehr traditionsbewussten Produkt, nämlich dem Aquavit. Aha, interessant. Man spricht sehr viel von, man trinkt ihn auch gerne nach dem Essen, einen Aquavit. Aber was ist das eigentlich? Was ist ein Aquavit? Ist das ein Korn? Nein. Dann wird er ja nicht Aquavit heißen, sondern Korn. Okay. Also, mal abgesehen davon, dass er jetzt so tut, als ob er noch nie einen Aquavit getrunken hat. Und man sieht, wir haben schon das eine oder andere Aquavit-Lein getrunken. Ja. Aquavit kommt namenstechnisch von Aquavitae, Wasser des Lebens, was aber auch zum Whisky zutreffen würde, ist eigentlich eine Kümmelspirituose. Ah, okay. Genau, also der brilliert ja eigentlich auch so ein bisschen durch diesen betonten Kümmelgeschmack. Und es ist auch nicht so gruselig herb, bitter, scharf, sondern es hat auch so eine... Das ist eine Spirituose mit meistens 40%. Ab und an gibt es einige skandinavische Aquavitae, die etwas mehr Alkohol haben. Mhm. Kümmel ist die bestimmende, wichtigste Zutat. Daneben ist auch ein bisschen Süße, ne, oder? Es ist eine Spirituose. Ein bisschen Süße. Kommt dann auch auf die Marke an. Und es gibt ja zum Beispiel so Produkte wie Malteserkreuz Aquavit, der übrigens in Berlin erfunden wurde. Ah, okay. Und dann gibt es natürlich diese Vielzahl von skandinavischen Aquaviten. Da haben wir zum Beispiel den Linie Aquavit, der in Fässern halt einmal rund um die Erde geschippert wird, was auf jeder Flasche auch mit der kompletten Reise und dem Schiff, auf dem er war, vermerkt wird. Den gibt es heute auch in Sondereditionen mit Sherry-Fass oder Portweinfass. Es gibt den Jule Aquavit, den es nur zum Julfest, nämlich zum Weihnachtsfest gibt. Es ist speziell auch etwas anders aromatisierter, da eben nicht nur Kümmel drin ist, sondern halt auch noch Gewürze und Kräuter, wie zum Beispiel Koriander. Es ist drin Dill. Und es kann eine Vielzahl von anderen Sachen drin sein, was ihn sehr harmonisch und eben auch für den Magen als förderliches, verdauungsförderndes Produkt halt. Ich würde ganz gerne mal zu diesem Linie Aquavit noch einmal zurückkommen, ne? Weil das ja auch mit eines der bekanntesten ist und eben halt, weil du auch sagtest, dass der eben halt auf diesem Schiff ist und mehrmals hin und her fährt über See. Und dann frage ich mich, bringt das irgendetwas dem Aquavit? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, da sind so vorne am Bug so ein paar Fässer befestigt, die See peitscht und der Regen haut auf die Fässer und die Matrosen achten darauf, dass sie nicht über Bord gehen. Und ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Bild möchte die Firma, die ihn herstellt, so auch machen. Es ist ein großes Transportschiff, in dessen Bauch halt tausende von Fässern sind und das einzige romantische und halt auch dem Reifeprozess zuträgliche ist, dass er halt wirklich zweimal über den Äquator geschippert wird, einmal rund um Kap Horn oder rund ums Kap der guten Hoffnung, dass er halt diesem Klimawechsel und Klimawandel ausgesetzt ist, was in Fässern halt natürlich für entsprechende Reifungsprozesse, weil er ist halt viele Tage auf diesem Schiff und in diesen Fässern und das sorgt halt für die Reife. Okay, das diese ist Bewegung, das ist unterschiedliche. Genau, das ist abgeguckt halt den ursprünglichen, wo es wahrscheinlich wirklich so ähnlich und romantisch, wie du es gerade geschildert hast, könnte es Filmautor werden. Ja, wahrscheinlich. Aber eigentlich ist das halt eine aus ursprünglich Skandinavien stammende Spirituose, die dort einen etwas alltäglicheren Stellenwert hat. Mhm. Das heißt, Aquavit wird oft als Essensbegleiter getrunken, nicht so wie wir es hier oft kennen, als Herrengedeck mäßig. Ja, zum Bier trinkt man noch einen eiskalten Aquavit. Die meisten trinken ihn hier bei uns in unseren Breiten auch direkt aus dem Eisfach, also die Flasche im Eisfach
eiskalt gekühlt bei minus 20 Grad. Was ist denn richtig? Trinkt man ihn wirklich so kalt oder lieber bei Raumtemperatur? Ich sag mal so, meine Meinung ist halt, die eher schlechten Aquavite würde man eiskalt kühlen, weil man aber einem so eiskalten Produkt bei so hohen oder so tiefen Minusgraden einfach der Geschmack sich ja gar nicht entfalten kann im Mundraum. Solange hat man den nicht im Mund, als dass die Aromakomponenten sich halt dann auch wirklich von dem Schnaps lösen können. Und dementsprechend sollte er kühl, aber nicht eiskalt getrunken werden. In Skandinavien oft halt auch wirklich, dass er bei großem Essen, mehrgängigen oder bei Festessen, wie zum Beispiel dem Weihnachtsessen, auf die große Tafel kommt und er wird dann halt das ganze Essen hindurch nebenher weggetrunken. Immer mal so, nicht gegen den Durst, vielleicht gegen das fettige Essen, auch wenn ja bekannt ist, dass alkoholische Getränke die Verdauung nicht wirklich fördern. Wir haben jetzt hier diese zwei Aquavite stehen, weil wir den ja schon kennen, wie man sieht, so wenig wie in der Flasche drin ist. Genau. Wir werden ihn nochmal als Referenzprodukt verkosten. Genau. Das ist der Ruhr-Aquavit, der in Bochum hergestellt wird. Ja. 2016er Edition. Es gibt von ihm jedes Jahr nur 219 Flaschen. Was daran liegt, dass die Ruhr, nach der er benannt ist, 219 Kilometer lang ist. Ah, interessant. Okay. 219,3. Guckt bitte bei Wikipedia nach und schreibt es uns, falls ihr andere Daten habt. Ja. Jetzt, wenn man das hier so sieht, hat er so eine etwas, Dankeschön, hat er so eine etwas goldene Färbung. Ja, der hier auch. Das sieht man nicht mehr so, weil die Flasche schon so leer ist. Okay. Woher kommt diese goldene Färbung eigentlich? In dem Fall halt ein bisschen von der Lagerung, aber hauptsächlich von den ätherischen Ölen, aus denen zum Beispiel die ganzen Kräuter und Gewürze. Okay, also die machen sich dann da. Das ist kein Farbstoff zugesetzt. Okay. Wie gesagt, ihn nehmen wir jetzt mal als Referenzprodukt, weil wir ihn kennen, weil es ein von vielen Menschen, auch aus meiner Umgebung, durchaus als gut empfundener Aquavit ist. Wertgeschätzter Aquavit, in der Tat. Also hier merkt man sowohl im Duft wie auch im Geschmack, Kümmel ist das Beherrschende. Aber wirklich beherrschend. Ja. Ergänzt aber um Geschmacksnoten, die ihn halt abrunden und die ihm entsprechend eine schöne harmonische Note geben. Ja. Selbst hier, wo wir ihn nicht wirklich gekühlt haben, schmeckt er sehr gut, ist gut trinkbar, trotz seiner 40%. Absolut. Er hat so eine leichte Schärfe, die ich aber jetzt nicht unangenehm finde. Ist übrigens die Flasche 47 von 219. Ah, okay. Nicht mit Kölschwasser zu verwechseln, ne? Kann man sich auch in das Ohrläppchen geben, ne? Aber egal. Tolle Kümmelnote, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr intensiv. Im Vergleich zu vielen anderen Aqua... Wie? Was war das? Wie ich hätte jetzt Aquaviten gesagt. Okay. Im Vergleich zu vielen anderen Aquaviten, vielleicht könnt ihr das auch mal schreiben, was die Mehrzahl von Aquavit ist. Aquavits. Nein, zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber er wird albern. Ich glaube auch, zu viel Alkohol. Aber der ist doch toll, ne? Der ist doch richtig schön intensiv. Ja. Ist das so ein bisschen deswegen haben wir ihn ja als Referenz. Genau. Ist das so ein bisschen mal zu, bevor du noch einen zweiten Nachschluss hast? Ja, okay. Ist das so ein bisschen leicht ölig, ne? Kann das sein? Das liegt aber halt an den ätherischen Ölen von Kümmel und Co. Und dann lassen wir uns jetzt mal, jetzt komm, du bist sonst immer so schnell. Was ist los mit ihm? Du erlahmst. Ist das das zunehmende Alter? Ich glaube auch, ja. Aber ich sage immer lieber alt als tot. Jetzt habe ich schon so viele Sendungen gemacht und immer war er der Erste, der angefangen hat zu trinken, immer der Erste, der fertig war, er war der Erste, der Nachschlag wollte. Vielleicht redest du weniger. So, hier haben wir jetzt ein nettes Produkt. Ich finde auch, die Verpackung ist schön. Ist schön, ne? Kannst ja mal ein Foto einblenden. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Und hat auch 40%. Und ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Wie der schmeckt. Wir haben ihn noch nicht aufgemacht, wie man gehört hat. Genau. Und schauen wir mal. Lass uns mal überraschen. Oh, das hört sich auch schon mal gut an. Die haben eine schöne Farbe letztendlich. Kann man das zurückdatieren, auf wann es den ersten Aquavit gab, wo der historisch erwähnt wurde? Hast du noch mal was gelesen? Ja, also ich sag mal, die meisten Marken heutzutage gehen so aufs 17. Jahrhundert zurück. Mhm. Da gibt es halt die netten Geschichten von Reisenden, die die Rezepte da gelassen haben in irgendwelchen Gaststätten, um ihre Übernachtung und Kost und Logis sozusagen zu begleichen. Haben sie halt Kümmel-Schnaps-Rezepte da gelassen. In Skandinavien, wie gesagt, eine sehr, sehr verbreitete Sache. Es gibt so viele Marken, Jubiläums-Aquavit sind auch die hier verkauft werden. Okay. Aber wenn man in Skandinavien den Markt selber sich mal anschaut,
wird man feststellen, dass es da, so wie hier Kräuterlikör an jeder Ecke oder heute Gin an jeder Ecke produziert wird, gibt es dort in fast jedem Kleinstädtchen irgendeine Brennerei, die halt so einen regionalen Aquavit herstellt, der sich dann auch rezepttechnisch komplett eigenständig darstellt. Es gibt Dill-Aquavit, wo halt der Kümmel zwar natürlich ganz kräftig drin ist, der aber von der Dill-Note sehr viel vordergründiger auch ist. Und so gibt es auch mit Aquavit in Skandinavien ja so eine Kultur, dass da auch einzelne Kräuter und Gewürze sehr viel betonter drin sind. Was macht einen guten Aquavit aus, deiner Meinung nach? Dass er schmeckt. Ja, dass er schmeckt, aber jetzt, dass er sehr intensiv nach Kümmel ist. Ich denke, die Kümmelnote ist für mich schon ein wichtiges Element. Ja. Und dann die sehr harmonische, also dass man ihn wirklich neben einem Essen hertrinken kann, dass er vor allen Dingen auch nicht brennt, dass die 40%, die er ja immerhin hat, das stimmt. Von dem Ganzen, was ihn ausmacht, vom Aroma, vom Körper, von der auch vorhandenen Süße, ganz einfach irgendwo so abgepuffert wird, dass man ihn eben gut trinken kann und auch nach dem zweiten, dritten Schluck oder Glas immer noch schmeckt. Ne? Genau. Ja. Dann lass uns doch mal hier den Seedunst probieren. So, im Duft weniger Kümmel. Ja, oder kommt mir das so vor? Also ich rieche überhaupt gar keinen Kümmel. Kann sein, dass er im Seedunst ein bisschen gemein verborgen ist. Also ist auf jeden Fall so ein bisschen zitronig, kommt es mir vor, oder? Aber mega entfernt. Tja. Ich glaube, er wollte ein Limoncello werden. Ja, so zitronig ist er nicht. Ich merke, verreiß ihn nicht so. Ich will ihn ja nicht. Es gibt keinen guten oder schlechten in dem Fall. Er brennt nicht. Das ist schon mal gut. 40%, die nicht brennen. Da gibt es ganz andere Produkte, die schon mit 30% einem die Kehle ausätzen. Aber ich muss lange nach diesem Kümmelgeschmack suchen. Es sind, also von der Aromatik her ist er dezent. Er hat aber auch weniger Süße. Also hier muss ich jetzt sagen, ich habe gerade mal da schmeichelst du immer ein bisschen, wenn du sagst dezent. Also ich finde das wirklich schwierig, den Kümmel herauszufinden, oder? Das wäre so ein Eisfach-Aquavit, oder? Ich weiß nicht, ob er dann nicht untergeht. Er schreibt hier zumindest auf seinem Etikett ja auch, dass er eine feine Anisnote hat. Und die, würde ich sagen, die merke ich im Duft. Wirklich? Also ich lese jetzt hier noch leicht ölig beim Einschenken. Das stimmt. Wird auch das Genießerauge belohnt? Ja, stimmt auch, weil es ist eine tolle Farbe. Und man merkte das auch beim Einschenken, dass er so ein bisschen ölig rüberkam. Und ich denke, diese Anisnote, die rieche ich. Und ich denke mal, dass hier einfach die würzigen Noten und das Anis und der Kümmel etwas dezenter, etwas zurückgenommener sind als jetzt hier beim Rohaquavit. Ich weiß. Der ist immer so negativ. Ja, es tut mir wirklich leid, Leute. Der ist so negativ. Vielleicht hätten wir damit anfangen sollen und dann den. Der ist so negativ. Also, er brennt nicht. Er lässt einen würzige Noten erahnen. Ja. Er hat deutlich weniger Süße als der Rohaquavit. Das stimmt, aber ich habe das Gefühl, als ob dieses Anis irgendwie da nicht so richtig reinpasst, weißt du? Oder? Es ist vielleicht mehr einfach nur drin. Ich meine, ich habe auch schon mal diesen Dill-Aquavit habe ich auch getrunken. Und? Ich muss sagen, Dill ist in vielen Aquaviten drin, aber der war schon sehr dillig. Ich weiß nicht. Also das Anis ist auf jeden Fall, jetzt wo ich den zweiten, dritten kleinen Schluck nehme, ist das deutlich. Also ich muss jetzt sagen, je mehr ich davon trinke, umso mehr umso mehr arbeitet sich der Kümmel durch. Mhm. Und ich habe schon überlegt, ob vielleicht der Anis eigentlich da nicht... Ja gut, vielleicht soll natürlich... Das ist die individuelle Note, dieses Produkt. Dass das vielleicht so ein bisschen diesen Kümmel ein bisschen hervorheben soll. Ich weiß nicht. Es ist ja immer die Mischung der verschiedenen Zutaten. Ja. Und es sind ja teilweise wirklich einige Küchenkräuter im Aquavit mit drin.
Deswegen ist es zum Beispiel auch immer dieser Schluck zum neuen Matthias. Ja, ja. Da trinkt man halt auch immer eigentlich einen guten Schluck Aquavit dazu. Das stimmt. Die klassische Mischung. Apropos Ballons, hier habe ich das Gefühl, als ob Kümmel und Anis wirklich sehr im Gleichgewicht sind. Ne? Also es ist jetzt hier ist gar kein Anis drin. Na, der ist auch Bombe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hast du richtig Kümmel. Bombe, hat er gesagt. Da hast du richtig Kümmel. Hohe Aquavit ist Bombe. Genau, hohe Aquavit ist Bombe. Seedunst-Aquavit ist Balance. Und gut fürs Eisfach. Ja. Ihr könnt uns fragen, falls ihr mehr zu Aquavit wissen wollt oder ob wir noch andere Aquavite testen sollen. Genau. Aquavite, war das die Frage? Ist das die Aussage? Ist das die Mehrzahl? Schreibt es uns Taxi bitte. Taxi oder Taxis? Taxen? Taxen, wer weiß. Taxerweiser? Ich kenne nur Taxiteller, aber ist egal, das ist mir was anderes. Da würde vielleicht der Seedunst zum passen. Zum Taxi. Ja, wer weiß. Ja, ist auf jeden Fall ein spaßiges Video, denke ich mal. Ich denke auch, ja. Aquavit, ein spannendes Getränk, das man nicht unterschätzen sollte. Man sollte allerdings nicht unbedingt den 4,99 € Discounter Aquavit nehmen. Ein guter Aquavit sollte auch nicht unbedingt im Eisfach brillieren, sondern sollte auch handwarm oder nur leicht gekühlt seine Aromen angenehm im Glas zeigen. Okay. Aber ja, das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache, muss man sich durchlassen. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Alkohol-Infos und das merke ich jetzt auch, weil ich glaube, ich hätte weniger ins Glas geben sollen. Ach, jetzt mal lieber darf man es nicht sagen. Auf jeden Fall, für mich lichtet sich hier gerade so ein bisschen der Dunst von dem Aquavit. Der Seedunst. Und ich merke so langsam, wie nach und nach die Kümmelnote sich durcharbeitet. Von daher wollen wir ihn nicht ganz so sehr verreißen. Auch er hat mit Sicherheit seine Freunde und Liebhaber, wer weiß. Aber mein Favorit bleibt und ist der Hohe Aquavit. Ja, darauf einen Aquavit. Macht's gut, bis bald. Nicht immer, aber immer öfter. Ja, bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.